das Umfrage-Layout, beziehungsweise wie soll die Umfrage später aussehen? Das heißt, wir haben die Möglichkeiten, wie Sie vielleicht schon in den anderen Videos gesehen haben, die Umfrage inhaltlich zu gestalten mit Fragen etc., aber auch die Möglichkeit, dem Ganzen ein Corporate Design zu verpassen, beziehungsweise ein Layout, was zu der Situation passt. Hier in der Übersicht sehen Sie Ihre einzelnen Befragungen. Da haben Sie wahrscheinlich schon eine oder mehrere angelegt. Und wenn wir jetzt dem Ganzen ein Design hinzufügen möchten, ein Layout, klicken wir hier oben im Menüpunkt auf Layout. Hier gelangen wir dann zum Layout-Konfigurator. Sie sehen hier alle Layouts, die Sie bereits angelegt haben oder die mitkopiert werden, wenn Sie von uns eine Vorlage nutzen, und können dann über den Plus-Button einfach ein neues Layout anlegen. Als ersten kleinen Tipp würde ich sagen, dass ich hier oben mein erstes Layout dem Ganzen einen Namen geben, Ihren Firmennamen, Projektnamen oder was auch immer. Das hilft es, das gleich wiederzufinden. So, hier oben im oberen Bereich finden Sie jetzt mehrere Einstellungsmöglichkeiten. Das heißt, wir können zum einen ein Hintergrundbild platzieren. Das ist ganz charmant. Wenn wir das Ganze emotionaler gestalten und aufladen möchten, können wir im Hintergrund ein Bild platzieren. Das kann vollflächig oder halt auch, wenn es ein kleines Bildchen ist, vertikal und horizontal wiederholt werden. Über diese Helligkeit hier unten können wir über das Bild mehr Weißanteil oder mehr Schwarzanteil legen. Also es wird das Ganze heller oder es wird dunkler. Das können wir da deshalb machen, damit die Schrift darauf besser lesbar ist. Ne? Je nachdem, was es für ein Bild ist, ist es ein bisschen unruhiger oder hat es von der Farbgebung her nicht so sehr den hellen Charakter oder dunklen Charakter, können wir das noch ein bisschen nachschärfen an der Stelle. Hier haben wir die Möglichkeit, ein Logo hochzuladen. Das heißt, wenn Sie Ihr Firmenlogo oder auch Ihr Projekt- oder Befragungslogo, können Sie hier einfach hochladen und dann auch die Ausrichtung, also die Positionierung links, Mitte, rechts wählen. Dann haben Sie die Möglichkeit, Schriften zu definieren. Wir bieten Ihnen hier eine ganze Menge an Schriften an. Da können Sie einfach eine auswählen. Ich nehme jetzt mal eine, die einen sehr starken Charakter hat. Mit Speichern aktualisieren wird das direkt gespeichert und Ihnen hier in der Vorschau angezeigt. So können Sie halt relativ einfach und schnell überprüfen, wie sich die Änderungen auf Ihre Befragung auswirken. Wir nehmen jetzt eine andere Schrift. So, dann wird das Ganze in einer anderen Schrift dargestellt. Und hier auf der linken Seite haben wir jetzt die Möglichkeit, das Ganze ein bisschen farblich zu gestalten. Da wir in diesem Beispiel kein Hintergrundbild genommen haben und wir das gerne rot gestalten möchten, würde ich jetzt hier einen Rotton wählen. Das heißt, Sie können mit diesem Picker den Farbton auswählen oder wenn Sie die Hexadezimalwerte der Farben kennen, können Sie die hier direkt eintragen. Zufällig sind sie mir bekannt. Das ist unser Easy Feedback Rot. Jetzt wird alles sehr rot. Den Button können wir jetzt in grün gestalten. Gucken wir mal. Oh, so richtig gut ist das noch nicht. Wir nehmen mal einen weißen Button an der Stelle. So, Element aktiv ist das, wenn wir ein Element auswählen, also eine Antwortoption, können wir eine Active Color hinterlegen. Jetzt nehmen wir mal gelb, orange so in dem Bereich. Da. Das harmoniert ganz gut. Und wir können den Fragetext farblich auch noch gestalten. Den würde ich jetzt auch wieder auf weiß setzen. Und wenn wir das Ganze speichern, sehen wir dann direkt, wie sich das auf den Fragebogen überträgt. So, jetzt, was hier zu sehen ist, weil der Hintergrund relativ dunkel gewählt ist und die Schrift auf schwarz gewählt ist, ist die Lesbarkeit nicht so gut. Dafür haben Sie hier die Möglichkeit, beim Schriftdesign das Ganze auf weiß zu stellen. Wenn wir das auf weiß stellen, dann wird das schon wesentlich besser. So, Active bedeutet das, was ausgewählt wurde. Und das wird Ihnen jetzt hier angezeigt. Und unser Button ist weiß. Wenn Sie Inspiration brauchen, sage ich jetzt mal, haben wir hier ein paar Designvorschläge. Die können Sie anklicken und dann würden sich die Farben hier eins zu eins übertragen, können das speichern und dann auch noch individuell ein bisschen nachjustieren. Also da sind Sie relativ frei. Hier unten haben wir noch den CSS-Editor. Der ist dafür da, wenn Sie zum einen Google Fonts einbinden möchten. Das heißt, Sie haben als Corporate Design Schrift einen Google Font oder Ihre Projektschrift ist über Google Fonts verfügbar. Dann müssten Sie da einfach nur die Schrift auswählen, den Link, den Google dort bereitstellt, hier reinsetzen und dann haben wir das direkt auf die Umfrage übertragen. Das ist sehr angenehm. Und mit dem CSS-Editor könnten wir, was in der Regel nicht notwendig ist, noch so ein paar ja, Elemente ein bisschen verfeinern, sage ich jetzt mal vorsichtig gesagt. So, aber das ist eigentlich in der Regel nicht notwendig, weil wir das alles schon so gut vorbereitet haben,
dass Sie hier keine Anpassungen mehr machen müssen. So, wenn wir hier zurückklicken auf die Übersicht, dann sehen wir mein erstes Layout, das haben wir eben angelegt, oder auch die anderen. Um das Layout jetzt der Umfrage zuzuordnen, gehen wir wieder in die Übersicht und wählen die betreffende Umfrage auf. Das ist jetzt beispielsweise die Eventanmeldung zur Weihnachtsfeier. Wir schauen mal kurz rein. Genau, jetzt haben wir hier dieses Christmas-Bild mit der Schrift und sagen, das gefällt uns nicht mehr so gut, das würden wir gerne ändern. Dann gehen wir in der Umfrage in die Einstellung, gehen runter zum fünften Punkt, hier ist es, und hier können wir über das Dropdown-Menü unser Layout auswählen. Und deswegen auch der kleine Tipp, betiteln Sie das Layout, damit Sie es hier in der Liste wiederfinden. Hier unten ist es, mein erstes Layout. Ich klicke Einstellung speichern. Die werden übernommen. Und wenn wir jetzt in die Umfrage gehen und die Vorschau neu laden, dann sehen wir unser Layout, das, was wir eben angelegt haben. Genau, wir haben hier das Gelb aus der Active Color, unseren weißen Button, also alles genau so, wie wir es eben gemacht haben. Wenn Sie jetzt während der Umfrage oder im weiteren Verlauf, wenn Sie mitarbeiten, Änderungen am Layout haben, das heißt, Sie haben zum Beispiel Ihr Corporate Design angelegt und es ändert sich Ihr Logo, es ändern sich Ihre Farben oder auch Schriften, irgend passiert ja ab und zu mal in regelmäßigen Zyklen, dass sich dort was ändert, dann können Sie das jederzeit anpassen. Das heißt, wir gehen wieder in den Layout-Konfigurator. Vorher merken wir uns noch, hier die Umfragevorlage hat dieses Design. Wir gehen also wieder in den Layout-Bereich, rufen unser Layout auf, was unser Master-Layout ist. Und jetzt hat sich der Farbwert geändert, sage ich jetzt mal exemplarisch. Das heißt, die Farben sind ein bisschen kräftiger, ein bisschen dunkler geworden. Genau, gucken uns das mal an. Und die Schrift ist moderner geworden, das heißt, wir haben eine ganz klare Schrift an der Stelle. Dann nehmen wir jetzt mal Elato, wechseln das Ganze auch aus. So, das wäre jetzt unser neues Corporate Design. Da Sie das Ganze in diesem bestehenden Datensatz angepasst haben, in Ihrem Layout, ist es nicht mehr notwendig, dass Sie jetzt noch eine neue Verknüpfung herstellen. Das heißt, wir können einfach in die Vorschau gehen, die Vorschau aktualisieren und sehen an der Stelle, wir haben jetzt die neue Typo eingebunden und auch die neue Hintergrundfarbe. Macht es sehr komfortabel, dass wenn Sie mal irgendwo eine kleine Änderung machen müssen, weil Ihnen was nicht gefällt oder ein Bild oder irgendwie ein Farbwert, können Sie das einfach hier im Layout-Konfigurator vornehmen und wenn die Verknüpfung bereits vorhanden ist, müssen Sie da gar nichts weiter vornehmen. So, in dem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Erstellen Ihrer Layouts.